Boah, das war eigentlich auch schon wieder total einfach. Wir haben uns schon wieder angestellt, ey, unglaublich. Unglaublich. Was ist da so drin? Um Gottes Willen, das ist ja... Ich würde sagen, irgendwas zum... Craften? Brauen. Braun? Was kann der denn? Viel. Puh. Ich schätze mal, man muss durch geschicktes Handeln... Da oben ist ein Loch, ne? In der Decke. Und da ist ein Glas mit Loch. Also was wir bräuchten, wäre ein Crafting Table. Crafting Table? Um Gottes Willen. Ja, dafür bräuchten wir 2 Redstone-Lampen und 4 Leitern. Wir können uns 3 Leitern holen. Von hier. 3 ja. Leitern haben wir. Wir hätten theoretisch von hinten aus Redstone-Lampen mitbringen können. Oh. Nee, ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob uns die nicht genommen worden wären. Ja, das ist die Frage, ne? Glowstone, das dürfen wir natürlich wieder nicht einsammeln. Kann man den Sprung schaffen? Es könnte möglich sein. Ja, aber... Ha! Ich glaube... Ah, warte mal. Da kommt man darüber, 100 pro. Darüber, ja. Sag mal. So, auch nicht gerade das... Ah, ja. Es ist machbar, bin ich mir ziemlich sicher. Ich frage jetzt nur, von wo man es am besten startet. Ja, die Sache ist, die Items, die ich hier habe, könnte man daraus irgendwas craften? Ja, craften? Ich meine, an sich wären das ja genau die Sachen, um eine Hacke zu machen, ja. Und da ist Ding. Ding? Also könnte man... Ja, da, Weed. Das ist sicher die Lösung, Achso, du meinst, dass man dann Weed anbauen muss? Ja, muss man. Stimmt. Aber... Das Erste, was man braucht, ist dann wohl der Crafting Table. Da ist noch ein besonderer Block auf jeden Fall. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Meinst du wirklich, dass man den Sprung schaffen kann? Nee, den kann man nicht schaffen, weil die Decke im Weg ist, glaube ich. Von der Weide her könnte man ihn schaffen, aber die Decke stört einen immer. Glaube ich. Also ich prall da an der Decke ab. Und vor allem ist die Sache, hier ist ja auch noch ein Loch. Ja, da ist auch noch ein Loch. Und da kann man ja ganz sicher nicht hinspringen. Ich muss mir da was reinwerfen. Ja, und der Tunnel hier ist nur wegen Sonnenlicht. Kann man nichts reinwerfen, sicher? Nö. Warum sollte... Ach so, ja doch, das kann schon sein für das Gras, ja. Das mag sein. Das heißt, wie kommt man an einen Crafting Table? Ach so, ich habe ja 3 Leitern, ne? Ja, aber selbst 3 Leitern bringen uns hin. Natürlich Ach kann so. Man da rüberlaufen. Ja, gut, die Frage ist, ob das so, ne? Ich glaube schon, weil bisher wurde uns immer irgendwas genommen, wenn man es nicht mehr benutzen sollte. Ja, nimm doch einfach die Leitern und stell die hier hin und geh einfach rauf, Mann. Ach, das wäre doch viel zu einfach. Ja, eine Kiste mit einer Redstone-Lampe. Eine Redstone-Lampe? Tja. Ja, dann nimm halt die Leitern und gehen da auch noch hoch. Ja, das klingt nach einem Plan. Na, ja, geht. Dann darfst du da mal hoch. Und eine zweite Redstone-Lampe. Das Problem ist nur, wir haben nur 3 Leitern, brauchen aber 4. Und es fehlt auch noch eine Redstone-Lampe, also von dem her. Hä? Wieso denn? Ich habe doch auch eine. Ach stimmt, wir brauchen tatsächlich 2 Stück bloß. Ja. Es sind nicht mehr Leitern da. Bug? Hä? Bug? Ich weiß es nicht. Blödheit? Von uns? Möchte ich jetzt auch nicht ausschließen.
Was hast du noch? Nichts, was uns weiterhilft. Wie gesagt, wir bräuchten exakt diesen scheiß Crafting Table. Meinst du mal, das könnte irgendwas bringen, wenn man mit der Leiter da hoch? Nö, versuch's halt, aber ich glaube nicht, dass du da was machen kannst. Weil die Lösung wird sein, den Button einzutauschen, also den Lever. Und den wird man dann da oben hin machen müssen, um die Tür zu öffnen, so wie ich die Verschaltung hier so kenne. Tja. Wo genau hatten wir die dritte Leiter eigentlich nochmal her? Ich hab's schon wieder vergessen. Ah nee, die brauchte man gar nicht, weil man da hochspringen konnte, ja. Eine Leiter war hier drinnen, zwei waren hier dran. Ja. Da, aber zuletzt hatten wir keine anderen Leitern, oder? Ha. Tja, das ist es auch nicht scheinbar. Tja, geben wir uns mal wieder geschlagen. Sind jetzt die Leiter hin? Oder? Und tun uns eine vierte Leiter geben? Vielleicht haben wir ja wirklich irgendwas falsch gemacht. Glaube ich aber eigentlich nicht. Dann sind wir dann aber zu blöd dazu. Vermute ich. Das sind aber nur zwei Löcher, ne? Sind nur die zwei Löcher, wo wir schon waren, ja. Keine Ahnung. Es sind ja auch nirgendwo irgendwelche versteckten Blöcke, die wir noch nicht entdeckt haben. Ich sehe keine. Kann ich mir nochmal die beiden Leitern haben? Boah, jetzt cheatest du schon, ja. Was tue ich? Oh, ich habe zufällig noch eine Leiter gefunden. Gib mal noch die anderen beiden Leitern her, ich will nochmal da hochgucken. Ich war noch nicht da oben, nicht, dass du da irgendwas verbockt hast. Ja. Passend wird's zu mir auf jeden Fall. Dreh dich mal um. Nee. Nee, also hier scheint wirklich nichts mehr zu sein, also. Dann heißt's hier. Ich meine, könnte es sein, dass die Kiste nicht nur. Also die im anderen Raum nicht nur neue Bricks liefern sollte, sondern auch neue Leitern? Und es einfach nicht getan hat? Glaube ich eigentlich nicht. Sonst wäre dies das hier ja total einfach gewesen. Ja. Nee, da kommt auch nichts. Keine Ahnung. Also wenn einer von euch die Lösung... Gibst du mir noch den die Glowstone-Lampe, die Redstone-Lampe? Wenn einer von euch die Lösung kennt, klärt uns auf. Aber vielleicht hat es ja nur gebuggt oder wir haben irgendwas vergessen mitzunehmen. Also wir sollten auf jeden Fall alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Würde ich sagen. So. Das heißt, jetzt kannst du deine, die Hoe machen und den Samen pflanzen. Und da müssen wir ja warten, oder? Knochenmehl, ach, du hast Knochenmehl, naja. Und dann darfst du jetzt den Hebel eintauschen. Da kommt noch ein Zwischenschritt. Ein Eimer. Mit dem Eimer können wir dann das Wasser ausschöpfen. Und den Pilz hast du, Pilz, dann passt's. Dann passt's ja. So. Yay! Gecheatet weitergekommen. Immerhin ohne eine Tür zu zerschlagen. So. Das sieht schon wieder hässlich aus. Es sind auf jeden Fall reichlich. Dann tue ich... ich habe einen Effekt gekriegt. Was für einen Effekt hast du denn? Was für einen Effekt hast du denn? Er ist wieder weg. Siehst du doch selber. Ah, hohe höher springen. Jump Boost. Ha. Aber wozu? Wegschlagen kann man in der Zeit da nichts mehr. Können wir hier irgendwo was reinwerfen? Ich habe noch so viele Bricks. Gut, also. Hopper sind da wohl keine im Boden. Hey! Hey!
Die Dinger drücken sich rein. Was hast du gemacht? Bist du nur gesprungen? Muss man vielleicht nur ganz viel... Jetzt passiert nichts mehr. Es ist immer das Beste, wenn irgendwas passiert, weil einer wild rummacht oder weil beide wild rummachen, und dann weiß man nicht, was das aus... Vielleicht war auch ausschlaggebend, dass ich da überall was reingeworfen habe. Aber ich habe es eigentlich wieder alles eingesammelt, dachte ich. Hast du da die Samen hingetan? Scheint es nicht zu sein. Vielleicht muss mal als Mensch da überall mal reingehen und dann hochspringen. Was war denn das? Oh! Wie ging das? Man läuft drüber und springt dann gegen die Decke. Ah! Hast du das vorhin gemacht? Scheinbar. Ah, es hat geklappt. Faszinierend. Krass. You win, here's a piece. Oh, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Was? You win, here's a piece of glass. Warum ist da Glas? Tja. Ist das jetzt wirklich der Sieg? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt dann auf jeden Fall kein Glas mehr. Weil du kommst nicht mehr da raus, ohne das Glas zu zerstören. Das ist weniger das Problem, ich komme hier gar nicht mehr raus. Ja, so ist es fein. Ich bin viel Spaß da drin. Warum ist da ein Stück Glas? Vielleicht haben wir wirklich... Vielleicht war es das. Ja, warum ist da ein Stück Glas? Warum gibt ihr uns Glas? Weil wir Glas sonst nicht erreichen konnten, weil es beim Abbauen kaputt gegangen ist. Glas war immer unerreichbar für uns. Ja, das war einiges unerreichbar, zum Beispiel blaue Wolle. Ja, nur weil wir es nicht abbauen konnten. Ja, tja. Trotzdem, ich würde mich ja jetzt hier rauscheaten, aber leider ist es mit dem Game Mode ja nicht so einfach. Das muss man echt über MC Edit lösen. Ja, bin ich jetzt aber auch mal voll dafür, hey. Wir müssen über MC Edit rausfinden, ja, wo das Ding ist, und dann gehen wir nochmal zurück ins Spiel, oder was? Ja. Gut, dann, Wir beenden auf jeden Fall jetzt hier mal die Aufnahme. Und falls es noch was gibt, melden wir uns nochmal. Ansonsten, die Map ist verlinkt, falls ihr sie mal nochmal spielen wollt. Ich fand's auf jeden Fall sehr cool. Sehr coole Map. Die hat uns auf jeden Fall mehr an die Grenzen gebracht als die Redstone-Challenge von Sethbling zum Beispiel. Und wenn's ihr schafft, ja, da irgendwas, diese Rätsel zu lösen, die wir jetzt nicht lösen konnten, das mit der Leiter zum Beispiel und das eine, wo wir auf einmal weggeportet wurden, dann macht uns am besten eine Videoantwort oder so, wenn ihr das wollt, oder schreibt einen Kommentar. Das wäre schreibt sehr uns die Lösung, falls ihr es nicht anders uns mitteilen wollt. Dann würden wir das vielleicht auch nachprüfen und vielleicht nochmal in Videoform nachreichen, weil das möchte ich eigentlich nicht auf uns sitzen lassen, dass wir uns da durchcheaten mussten. Gut, dann bis zum nächsten Mal oder bis zu einem Nachtrag. Servus. Ciao. Ja, wie schon angekündigt, ich wollte es nicht auf mir sitzen lassen, dass wir nicht alles geschafft haben. Deswegen habe ich die Map nochmal sozusagen in einem Speedrun durchgespielt. Keine Panik, ihr seht es jetzt zweifach vorgespult, damit es nicht so lange dauert. Und zwar war ich dann dadurch auch in der Lage, alle Rätsel zu lösen. Also die zwei Lösungen, die noch fehlen, habe ich dann jetzt dann quasi nachgereicht. Ihr seht das Ganze jetzt, weil ich recht stolz auf meine Zeit war, auch wenn ich mich manchmal verhaspelt habe. Aber dadurch, dass ich natürlich wusste, was zu tun ist, habe ich auch nur das Nötigste machen müssen. Ich hätte mir gerade gesehen, manchmal habe ich auch vergessen, was man da machen musste. Ja. Ja, und ich kann die Map nur nochmal loben, aber ich muss direkt mal anfangen mit dem ersten Problem, das wir hatten. Das kommt jetzt dann nämlich gleich. Nach dem Raum, glaube ich. Und zwar war das der eine Raum mit den 6 Druckplatten, wo man die Bricks drauf tun musste, und die konnten wir nicht lösen, zumindest nicht ohne rumprobieren,
Weil wir hatten die Version 1.1 der Map und da war ein kleiner Fail mit drin, den ihr gleich sehen werdet. Und zwar hier. Diese Redstone-Lampe war in der Version 1.1 nicht da. Das haben wir dem Map-Ersteller auch gesagt und der hat es dann gefixt. Das heißt, das hier ist jetzt die Version 1.2, wo dieser Block wieder da ist. Das seht ihr jetzt gerade auch in Echtzeit. Übrigens, nicht mehr zweifach vorgespult. Und hier sieht man, wenn man das in diese Lücken einfüllt, leuchten die auf und dadurch können wir quasi den Code sehen, indem wir diese Bricks da drauflegen müssen. Und oh Wunder, es funktioniert sogar. So, jetzt ist wieder zweifach vorgespult, also nicht wundern. Auch wenn ich hier eine Zeit lang gefailt habe, wenn ich mich recht erinnere. Jump'n'Run ist echt nicht einfach, vor allem nicht, wenn man was aufnimmt, weil dann ist es doch irgendwie stockender, als wenn man ohne Aufnahme spielt. Aber ich habe es dann doch relativ schnell geschafft. Ja, sonst weiß ich jetzt gerade gar nicht, was ich noch sagen soll. Lang dauert es nicht mehr, dann kommt das zweite Problem, das wir hatten. Genau. Zack. Ach, immer noch nicht. Ja, also ich habe 8 Minuten 30 habe ich jetzt für die Map gebraucht beim zweiten, beziehungsweise beim zweieinhalbten Mal durchspielen. Mein Raptor und ich haben uns direkt nach der Aufnahme das Ganze nochmal angeguckt. Da haben wir aber die Lösung nicht herausgefunden. Deswegen ist die Aufnahme auch nichts wert gewesen. Da waren wir auch viel langsamer, weil wir alles mitnehmen wollten und rumprobieren wollten. Hier, wie gesagt, das ist jetzt sozusagen mein drittes Mal. Und da habe ich 8 Minuten 30 bis zum Ende gebraucht. Ist jetzt, wie gesagt, hier zweifach vorgespult in den meisten, an den meisten Stellen. So, genau. Und das ist jetzt der Raum vor dem Raum, wo wir das Problem hatten. Und in dem Raum wäre eben die Lösung gewesen. Und das werdet ihr gleich sehen. Wir sind jetzt gerade wieder in Echtzeit. Ne, noch nicht. Jetzt ist es wieder in Echtzeit. Hier musste man die Bricks drauflegen. Das haben wir ja auch herausgefunden und gemacht. Dann haben wir allerdings den Fehler gemacht, einfach rauszugehen. Und wir haben dann später nicht mehr dran gedacht, in dem Raum nach einer Lösung zu suchen. Und zwar war hier die vierte Leiter versteckt, die uns gefehlt hat. Genau. Und mit der war es dann möglich, quasi die Map zu Ende zu spielen. Was ihr jetzt auch sehen werdet. Ja. Ich verabschiede mich schon mal. Bis nächste Woche würde ich sagen. Wie gesagt, 8 Minuten 30 waren es in Echtzeit. Vielleicht könnt ihr es ja noch schneller machen. Würde uns freuen, davon zu hören. Übrigens, der Carrot 2000 arbeitet zurzeit an einer Version, also an einer RuneScape 2. Einer neuen Map mit dem Stil und da freuen wir uns auch schon drauf. Und wenn die mal fertig ist, werden wir die auf jeden Fall auch spielen, weil die hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil sie stellenweise echt herausfordernd war, ohne willkürlich zu sein, finde ich jetzt persönlich. Wir haben uns echt nur dumm angestellt jetzt da bei dem letzten Problem, was wir hatten. Also dann, Servus.